Also dann, Herr Wolf, das schien mir doch schon fast ein bisschen krankhaft mit dem, wie heißt er schon wieder? Ferdeldick aus Schuhe. Wir machen zuerst einmal ein paar einfache Tests und so finden wir raus, wie gross Ihr Problem wirklich ist. Also, an was erinnern Sie sich das, bitte schön? Du, ach nein, oh, das ist... Dann probieren wir jetzt etwas anderes. Ich sage Ihnen ein Wort und Sie sagen mir das Erste, das Ihnen in den Sinn kommt. Velo? Säule. Legeschirm? Säule. Käse? Säuli! Sehr gut. Jetzt noch etwas. Ein kleiner physikalischer Untersuch. Juhu! Wow, in Ihrem Kopf steckt wirklich nur das Säuli. Was machen wir da? Muss mal nachdenken. Also, sobald ich das neuartige Gerät einschalte, gibt es Ihnen jedes Mal, wenn Sie an den Ferdeldick denken, einen kleinen Schlag auf den Kopf. Das bringt Sie dann dazu, dass Sie nicht mehr länger an den Ferdeldick denken wollen. Ist das klar? Ja, Doktor. Gut, dann stellen wir jetzt einfach einmal an. Au, 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 au. Es ist eine Frage von Ihrer Einstellung, Herr Wolf. Sie müssen Ihr Leben ändern. Sie müssen schöne Sachen machen für die Säule. Liebe Gedanken haben, wenn Sie an Zäuli denken. Die Zäuli sind von jetzt an Ihre Freunde. Ist das alles? Ja, also Sie können auch noch ein Vegetarier werden. Ein was? Vegetarier. Aha, da kann ich meine erste gute Tat machen vom heutigen Tag. Oh. Ja, oh. Bitte. Oh. Oh. Bitte sehr, die Dame. Oh. Tja. Danke. Ich kann doch gar nicht über die blöde Straße wollen. Gut, Doktor. Da kommt die gute Tat Nummer 2. Als kleine Baby Trassel verloren. So gemein. Was fällt Ihnen denn eigentlich ein? Nein, ich kann es erklären. Ich kann doch nur helfen. Fragen Sie das Baby. Au. Oh. Warten Sie, Sie haben... Atmen nicht klauen. Mitkommen! Nein, ein Missverständnis. Ich bin unschuldig, ehrlich. Oh, was mache ich an nur falsch? Oh. Ich muss das grüne Zeug doch einfach irgendwie ein bisschen appetitlicher machen. Das ist schon besser. Yum, yum. Entschuldigung. Ach, es ist einfach nicht das Gleiche. Das ist von meinem Club. Lieber Herr Wolf, Nachforschungen haben uns gezeigt, dass Sie mit der Säule plötzlich so lieb sind, wie Sie auch andere Sachen machen, die gar nicht wolfsmäßig sind. Dass wir auch Ihre verräterische Wandlung zum Gemüsefresser, lassen wir keine andere Möglichkeit, als Sie zu tadeln, auszuschliessen aus dem angesehenen Club von der Vereinigten Wölfe. Wir bitten Sie darum, so schnell wie möglich Ihr Clubabzeichen wie auch Ihr Wolfsgebiss an uns zurückzuschicken. Sie sind nicht mehr länger ein Wolf. Nimm länger einen Wolf.
Ich weiß gar nicht, wer ich eigentlich bin. Next. Doktor, ich kann einfach nicht mehr. Ah, Sie sind's, Herr Wolf. Ich hätte Sie fast nicht mehr gekannt. Der Ferdel hat mein Leben zerstört. Ich habe einfach alles verloren, sogar mich selber. Ich bin gar kein Wolf mehr. Ich bin nichts. Sie müssen mir helfen. In dem Fall brauchen Sie eine neue Identität. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, wenn ich Ihr Säuli-Problem ganz einfach auflöse. Können Sie den Doktor bitte? Sie fühlen sich ganz müde, Herr Wolf. Ganz, ganz fest müde. Ja? Grüezi, ich wollte fragen, ob der Ferdel aus dem Kochlein spielen kann. Was? Mit dir? Schon gut, Sie müssen keine Angst haben. Sie, ich bin eine Sau. Was? Ehrlich, ganz sicher. Ich bin eine große, runde, dicke, alte Sau. Ganz wie Sie. Da! Au! Da! Au!